Herr, ich habe jetzt das Angebot fertig vor mir liegen und würde Ihnen gerne kurz, wir brauchen so circa 5 bis 10 Minuten, dann habe ich Ihnen alles erklären können. Dann werden Sie sagen, gut, dass es den Herrn Femi gibt, ja, der hat jetzt hier was Besonderes angefertigt und ich habe die Ehre, das vorstellen zu dürfen. Freue ich mich drauf. Haben Sie ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand? Wunderbar. So, wie folgt aus. Sie sind aktuell versichert, zahlen knapp 737 Euro. Das ist wichtig, dass Sie notieren, Ist-Stand 737 Euro. Jetzt habe ich 2 Angebote fertig ausgearbeitet. Beide sind rechtsverbindlich. So, ich fange mal an mit dem etwas schwächeren. Das etwas schwächere Angebot, jetzt muss ich Ihnen dazu sagen, Sie sind bei der aktuell in einer S-Klasse. Ja? Sie sind versichert in einer S-Klasse à la Real Madrid. Absolut top. Ja? Da fehlt nicht viel. Vielleicht ein Messi, aber ansonsten haben Sie wirklich das Beste vom Besten. So, jetzt sieht es wie folgt aus. Sie haben keinerlei Selbstbeteiligung, 737 Euro inklusive Pflegepflichtversicherung ist Ihre Prämie. Im Angebot 1 bleibt ambulant alles zu 100% identisch, bis auf eine Kleinigkeit. Sie hätten bei 3 Ärzten, das ist der Kardiologe, der Urologe und der HNO-Arzt, wenn Sie dort ohne Überweisungsschein von dem Hausarzt hingehen, eine Zuzahlung von 20 Euro beziehungsweise 20% der Rechnung, wenn es mehr als 20 Euro ist. Wenn Sie sich aber beim HNO, Kardiologe oder Urologe, von Ihrem Hausarzt per Fax, per Mail vor Ort einen Überweisungsbeleg holen, entfallen diese 20 Euro Zuzahlung. Das ist der einzige Unterschied ambulant. Ist nichts Wildes, habe ich auch, kann man mit leben, ist kein Problem. Ist dafür da, um die Kosten zukünftig zu senken. Beim Zahnarzt haben Sie 100% Zahnbehandlung, 75% Zahnersatz, Inlays, Brückenprothesen. Bleibt identisch, ändert sich nichts. Stationär haben Sie einen ausgezeichneten Schutz. Sie haben Stationsarzt, Belegarzt, Oberarzt, Chefarzt. Sie haben weltweiten Versicherungsschutz, 2-Bettzimmer, Chefarztbehandlung. Bleibt absolut identisch. Selbstbeteiligung haben Sie aktuell 0. Hätten Sie in Zukunft... Hören Sie mich? Sind Sie da? Jawohl. Hätten Sie in Zukunft... Das freut mich. Ja? Hätten Sie in Zukunft 500 Euro, aber prozentual gesplittet. Das bedeutet, wenn Sie normalerweise zum Arzt gehen, Sie haben eine 500 Euro Rechnung, haben Sie 500 Zuzahlung. In diesem Fall Maximum 10%. Das heißt, um auf 500 Euro Eigenbeteiligung zu kommen, müssten Sie im Jahr 5.000 Euro einreichen. Ja, sehr unwahrscheinlich, gerade in Ihrem Alter, mit knackigen 43 Jahren, ja, da haben wir noch viel Zeit. Ihre Prämie sinkt von 737 Euro auf 579,74 Euro. Sie haben eine jährliche Ersparnis von 1.900 Euro. Sind identisch versichert, haben 10% Selbstbeteiligung. Also wenn Sie im Jahr, nehmen wir mal an, für 800 Euro Rechnung hätten, hätten Sie 80 Euro Selbstbeteiligung. 1.900 Euro ist die Ersparnis. Das Angebot ist herausragend, das ist gut. Jetzt kommen wir zum, meiner Meinung nach, zum Besseren. Ich werde Ihnen auch erklären, warum besser. Das zweite Angebot ist ambulant mit Ihrem aktuellen Tarif 100% identisch. Gibt keinen Unterschied. Also diese 3 Ärzte mit 20 Euro Zuzahlung entfallen mir, bleibt alles wie es ist. Im Zahnbereich haben Sie 100% Zahnbehandlung, 75% Zahnersatz, Kieferorthopädie, Implantate. In Zukunft hätten Sie Zahnersatz, Inlays, Implantate 85%. 10% mehr als jetzt. Wichtig. Sie haben hier im aktuellen Tarif eine Gebührenordnungsbegrenzung von 3,5. Das heißt, bei Implantaten kann der Arzt auch mal sagen, hier, du unterschreibst das, ich gehe über 3,5 hinaus. Dann müsst ihr das selbst bezahlen. Ich habe das so für Sie eingebaut, dass Sie keine Begrenzung Ihrer Gebührenordnung haben. Weder ambulant, noch Zahn, noch stationär. Das heißt, gibt es irgendeine Koryphäe wegen irgendeiner Krankheit, Herz, Augen, Charité Berlin, ja, in München Fachkliniken, in Paris eine Fachklinik, in Madrid eine Fachklinik,
wird alles ohne Begrenzung der Gebührenordnung übernommen. Beispiel, Sie haben aktuell eine Rechnung, 10.000 Euro, dann kann das Krankenhaus sagen, mal 3,5, wir wollen 35.000 Euro. Wenn die aber sagen, hören Sie mal zu, ich behandle Sie, weil Sie hatten ein Autounfall, haben Brandverletzungen, Sie haben ein Herzproblem, ja? Sie haben Augenproblem, Uniklinik Göttingen. Aber dann sagt der Professor, ich nehme einen eigenen Honorarsatz von 7. Dann müssen Sie 70.000 bezahlen, 35.000 Euro aus Ihrer Tasche, 35.000 Euro bezahlt die Versicherung. In Zukunft gibt es das nicht mehr. Ich habe das so eingebaut, dass egal ob ambulant, zahlen, stationär, unbegrenzt jede Koryphäe weltweit übernommen wird. Ohne Begrenzung. Das ist ein Riesenvorteil. Letzter Punkt, stationär. Sie haben Stationsarzt, Belegarzt, Oberarzt, Chefarzt, weltweiter Versicherungsschutz, Zwei-Bettzimmer. Was ist noch besser als Zwei-Bettzimmer? Wie in einem Fünf-Sterne-Hotel, ein Bettzimmer. Habe ich mit eingebaut. Sie sitzen in einer S-Klasse und steigen um in einen Rolls-Royce. Sie spielen bei Real Madrid und leider seit diesem Sommer gehen sie zu Paris, weil der Messi ist auch da. So ungefähr muss man sich das visualisieren. Achtung, Nachteil. Statt 0, ach ja, Ihre Ersparnis beträgt von 737 Euro, geht die Prämie runter auf 439 Euro. Sie haben eine Ersparnis von 3.600 Euro. Nachteil, jährliche Selbstbeteiligung, im Worst Case 3.000 Euro. Im Durchschnitt, wenn Sie 600 Euro, 800 Euro im Jahr krank werden, sparen Sie trotzdem 3.000 Euro. Wenn Sie so krank werden würden, dass Sie die 3.000 komplett nutzen, sind Sie deutlich besser versichert, haben den besten Versicherungsschutz der Welt und sparen trotzdem 600 Euro. Das ist das eine. Jetzt sehr wichtig für Sie zum Mithören und Mitschreiben. Sie haben noch 22 Jahre versicherungstechnisch bis zur Rente. Im Durchschnitt wird in dieser Zeit die Prämie, ob Sie es wollen oder nicht, um 4% im Jahr erhöht. Das sind 88% bis zur Rente ohne Zinseszins. Die lassen wir jetzt mal weg. Aus Ihren knapp 750 Euro werden 1.450 Euro bis zur Rente. Können Sie sich kurz mal aufschreiben? 1.450 Euro. Die neue Prämie beträgt aber nur 439 Euro und die Anpassung 4% ist identisch. Das heißt, da wird aus Ihrer Prämie bis zur Rente nur noch 800 Euro. Also, ob Sie jetzt, 800 Euro, exakt. So. Sie bekommen mit 60 10% Nachlass. Da fallen die gesetzlichen Rückstellungen weg. Das heißt, aus Ihren 1.450 Euro werden, wenn Sie in Rente gehen, bitte notieren, 1.300 Euro. Aus den 800 Euro, wenn Sie in Rente gehen, werden 720 Euro. Das heißt, die Ersparnis von heute 3.600 Euro ist, wenn Sie in Rente gehen, knapp 7.000 Euro und hat sich verdoppelt. Großer Unterschied als Rentner, ob 1.300 oder 720. Wenn Sie sagen, ich habe als Rentner Probleme, mir würde es zum Beispiel reichen, wie auf dem Niveau einer gesetzlichen Krankenkasse versichert zu sein, würde Ihre Prämie mit 65 ca. 40 bis 80 Euro betragen. Okay, jetzt geht's weiter. Letzter Punkt, dann sind wir durch. Sie haben Altersrückstellungen gesammelt, wenn Sie 65 sind. Die werden bei Ihnen ca. 45.000 Euro betragen. Das Geld können Sie sich nicht abheben, Sie können es sich nicht überweisen lassen. Das bekommen Sie als Deckelung auf Ihre Beitragsanpassung. Das heißt, als Rentner haben Sie ungefähr 5% Anpassung. Das sind bei 1.300 Euro Jahresprämie, 65 Euro im Monat. Plus mal 12, aufs Jahr umgerechnet sind ca. 800 Euro. Und jetzt nimmt die Gesellschaft von Ihnen, Sterbetafel geht bis zum 80. Lebensjahr, 65 bis 80, 800 Euro mal 15 sind 12.000. Das heißt, in 4 Jahren ist Ihr Topf der Altersrückstellung aufgebraucht. Mit 69 zahlen Sie das letzte Mal 1.300 Euro. Ab Ihrem 70. Lebensjahr steigt Ihre Prämie jedes Jahr um 5%. Ich rechne das mal jetzt hochbewusst bis 74. Das sind 130, das sind 260, Sie zahlen, wenn Sie 74 sind,
knapp 1.700 Euro. Knapp 1.700 Euro. Jetzt nehmen wir, wenn Sie die richtige Entscheidung heute treffen, die 720. Hier haben Sie jetzt im Topf der Altersrückstellungen nicht 4 Jahre, sondern 8 Jahre. Da Sie fast nur die Hälfte zahlen, hält der Topf der Altersrückstellungen doppelt so lang. Das heißt, bis zum 73. Lebensjahr bleiben die 720 Euro identisch. Ab dem 74. Lebensjahr kriegen Sie auf die 720 Euro auch 5%. Wenn Sie 74 sind, zahlen Sie hier 720 Euro und in Ihrem Ist-Zustand 1.700 Euro. Das, was heute 3.600 Euro ist, das, was 7.000 Euro ist, wenn Sie in die Rente gehen, ist 12.000 Euro, wenn Sie 74 sind. Deswegen mein Vorschlag ganz klar, beim Honorar finden wir eine Lösung, da kommen wir Ihnen immer entgegen, da sind wir Ihr Freund. Nehmen Sie Angebot 2, Sie haben den besten Versicherungsschutz der Welt, ja, den Messetarif. Sie haben 3.500 Euro Sofortersparnis, im schlimmsten Fall hätten Sie trotzdem 600 Euro. Aber wenn Sie in Rente gehen, dann sind im Monat 600 Euro mehr netto haben oder nicht haben, ein Riesenunterschied. Und mit 74 reden wir über 10.000 Euro Jahr für Jahr. Deswegen mein Vorschlag, Angebot 2, besser versichert, weltweiter Versicherungsschutz, Gebührenordnung unbegrenzt und bis zur Rente in den nächsten 22 Jahren haben Sie einen Median, einen Mittelwert von 5.200 Euro Ersparnis. Das sind 114.000 Euro, die in Ihrer Tasche bleiben bis 65, die Ihnen keiner wegnehmen kann, plus der Zinseszinseffekt on top. Wenn Sie sagen, passt, ich lasse Ihnen das jetzt alles schriftlich zukommen. Ja, das steht alles nebeneinander. Einfach kurz bei Angebot 1 quittieren, zurückschicken. Innerhalb von 2 Wochen haben wir die Umstellung und fertig. Zum 1.9. würde ich das machen. Dann kriegen Sie rückwirkend zum 1.9. noch das Geld auf Ihr Konto zurückgebucht. Und wenn Sie Ihre neue Police haben in 2 Wochen, wenn Sie Ihre neue Prämie sehen, dann können Sie uns honorieren. Ja, wir kommen zu allerletzt dran. Perfekt. Ja, Angebot 2 meinte ich auch, nicht Angebot 1. Angebot 2. Das meinte ich. Machen wir so. Lass ich Ihnen jetzt zukommen, kurz quittieren, zurückschicken. Ich leite es heute noch an die Versicherung weiter und fertig aus. Honorarvereinbarung, dass Sie mitkommen, dass Sie keine Überraschung haben. Sehen Sie alles schwarz auf weiß. Eine Jahresprämie Ersparnis, 3.600 Euro. Wenn irgendwas ist, Sie haben eine Garantie bei anderen Unternehmen, beendet das jetzt die Zusammenarbeit. Sie unterschreiben, das war's. Bei uns beginnt die Zusammenarbeit. Alles, was in den nächsten 3 Jahren, kriegen Sie heute schriftlich garantiert, rund um das Thema Krankenversicherung anfällt. Egal was, bin ich Ihr Ansprechpartner, bin ich für Sie da, ohne dass ein weiterer Cent fällig wird. Haben Sie noch Fragen oder ist das so in Ordnung? Ich liebe Ihre Laune und ich möchte eins sagen, ja, ich habe Sie sehr, sehr lieb. Wirklich, hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ich habe Sie sehr lieb, gefällt mir, Ihre Einstellung, alles. Sehr gerne. Richte ich Ihnen aus, den Film gerne. Kommt jetzt alles schwarz auf weiß, kurz quittieren, Angebot 2 zurück, abwarten, zurücklehnen, Police kommt, dann sehen Sie alles schwarz auf weiß. Und wenn das alles passt, die Honorarnote von uns, dass Sie mitkommen, nichts machen, nichts zahlen, erst wenn Sie die Bestätigung von uns haben, erst dann werden wir honoriert. Und ich bedanke mich für Ihr Vertrauen, für das wunderbare Gespräch und danke, dass Sie alles so blitzgescheit aufgenommen haben. Die meisten sagen immer, verstehe ich nicht. Sie haben alles mit aufgeschrieben, wichtigen Fragen gestellt. War mir eine Riesenfreude. Ich danke. Tschüss.